Path of Shadow. The gift of the warrior is to perceive that which cannot be seen. The spirit of the warrior is to strike in a single moment. The destiny of the warrior is balance in all things. And when balance is lost, all that is left is the reckoning. Bisher war eher der PC Schauplatz für Spiele aus dem StarCraft-Universum. Jetzt wagt sich Entwickler Blizzard auch auf die PlayStation 2. Mit StarCraft Ghost bringt die Softwarefirma Ende dieses Jahres ein taktisches Agentenspiel auf den Markt. Der Spieler schlüpft in die Rolle der Spionin Nova und erledigt mit ihr verschiedene Missionen. Die verlangen nicht nur intelligente, taktische Entscheidungen, sondern auch den Einsatz eines Arsenals hochentwickelter Waffen. StarCraft Ghost. Wenig erfreut waren die Wrestling-Fans über Acclaims Legends of Wrestling. Der unlängst in Amerika erschienene zweite Teil hat die Frustfalten ein wenig geglättet. Die Entwickler haben viele der Schwachpunkte des ersten Teils erkannt und versucht, diese zu beseitigen. Das Kampfsystem ist zwar schwierig, bietet mit zahllosen Kombinationsmöglichkeiten aber erfreuliche Spieltiefe. Da auch der Editor verbessert wurde, dürften sich Wrestling-Fans wohl etwas länger mit dem zweiten Teil beschäftigen als mit dem Vorgänger. Der König ist tot, es lebe der König. Die King of Fighters Serie von SNK erreicht dank des neuen Publishers Playmore erstmals die PlayStation 2. Obwohl der Spielablauf ordentlich ist, ist das Spiel insgesamt eine ziemliche Enttäuschung. Mit dieser Grafik konnte man Ende 1994 noch punkten, doch aus heutiger Sicht wirkt die zweidimensionale Optik mit Sparanimationen mächtig veraltet. Optisch macht Guilty Gear XX da schon deutlich mehr her. Obwohl Entwickler Sammy der 2D-Grafik treu bleibt, wirkt der Titel dank feiner, hochaufgelöster Kämpfer und Hintergründe sowie fürs Genre überdurchschnittlich flüssiger Animationen halbwegs zeitgemäß. Und trotz konventioneller Ansätze kann Sammys Edelprügelei auch spielerisch gefallen. Wir sind gespannt, wann das Spiel bei uns erscheint. Der Vorgänger wurde letztes Jahr praktisch jeden Monat wieder um 4 Wochen nach hinten verschoben. Technisch nochmal komplett anders präsentiert sich Capcoms neueste Prügelspielhoffnung. Bei Fighting All-Stars treten Kämpfer völlig unterschiedlicher Capcom-Serien wie Street Fighter, Final Fight, Rival Schools oder Strider gegeneinander an. Die Grafik ist dabei komplett in 3D gehalten, auch wenn sich der Spielablauf weiterhin an die zweidimensionalen Klassiker anlehnt. Hier sehen Sie die für Frühjahr angekündigte Spielhallenfassung. Eine PS2-Umsetzung dürfte folgen. Surround Sound. 450 Watt. THX zertifiziert. Für PC, Spielekonsole, DVD und MP3-Player. Das Kinoerlebnis für Ihr Wohnzimmer. Der Z680 von Logitech. Monjin. Du wurdest als Baby nach Oblivion gebracht und deine Seele vom Chaos befleckt. Herne hat den Ferrai in dir zum Leben erweckt. Die Armschützer ermöglichen bloß die Verwandlung. Eigentlich hatten wir bis zuletzt einen Test von Primal eingeplant. Leider erwies sich die neueste Version des Spiels aufgrund einiger Fehler und häufiger Abstürze als nicht testbar. Verständlicherweise verschob Sony das Action-Adventure dann auch auf März.
Immerhin konnten wir nun endlich einen ausführlichen Blick auf große Teile des Titels werfen. Beim neuen Spiel der Medieval-Macher reisen die Heldin Jen und ihr kleiner dämonischer Begleiter Scree durch vier Fantasy-Welten, um das Gleichgewicht zwischen Ordnung und Chaos im Universum wiederherzustellen. In jeder dieser Welten erwartet sie eine andere Geschichte, die in ausladenden Zwischensequenzen erzählt wird. Diese sind komplett in Spielgrafik gehalten und machen deutlich, dass Primal zu den grafisch besten PS2-Spielen gehört. Nö, gefällt mir nicht. Ich will wieder an den Strand. Zusammen mit starken Animationen und Effekten sowie professioneller Sprachausgabe und Musik gestaltet sich die Handlung dadurch unheimlich fesselnd. Ich habe sie noch nicht vorbereitet. Dann schlage ich vor, du tust es jetzt. Der Spielablauf erinnert stark an Soul Reaver. Lange Erkundungsmärsche, Klettereinlagen und einfache Rätsel wechseln sich mit zahlreichen Kämpfen ab. Im Spiel können Sie jederzeit zwischen Jen und Scree wechseln, was zum Lösen der Rätsel oft auch notwendig ist. So kann Scree glatte Steinwände hochklettern und diverse schwere Gegenstände tragen, während Jen problemlos enge Spalten und Vorsprünge meistert. Zudem kann die hübsche Heldin im Laufe des Spiels vier Dämonenformen annehmen, die weitere Fähigkeiten wie hohe Sprünge oder Unterwasseratmung mit sich bringen. Auf Dauer etwas eintönig gestalten sich die zahlreichen Kämpfe. Es gibt nur eine relativ magere Move-Palette sowie wenige Gegnertypen und die Steuerung ist hierbei recht träge. So bleibt vorerst der Eindruck, dass die Story und Präsentation sehr gelungen sind, während das eigentliche Spiel oft gestreckt wirkt und die Kämpfe schnell in Arbeit ausarten. Ob Primal letztendlich einen Hit verdient, wird erst der Test in der nächsten Ausgabe zeigen. Eklig. Nur komisch, dass niemand hier ist. Oh, hört sie euch an. Da verliert man den Kopf und plötzlich ist man ein Niemand. Du bist ein Niemand, du kopfloser Gag. Lieber ein Gag als im Abfall geboren. Ha, jetzt sind wir trotzdem alle gleich, nicht wahr, edle Herrin? Not at all. You're fully authorized to use lethal force. Fifth freedom with everybody, except for Ong. We can't risk killing him until we've got proof. We're done with politics. This is war. Als Spezialagent hat man's nicht leicht. Zumindest muss man im Auftrag der Regierung gefährliche Missionen erfüllen und für die Anzugträger die Drecksarbeit erledigen. Wird man dann mal gefasst, will einen niemand mehr kennen. Sam Fisher ist so ein Spezialagent, der nach Xbox und PC jetzt auch auf der PS2 zum Einsatz kommt. Obwohl der Ex-CIA-Agent Spezialist für Nahkampf und Schusswaffen ist, geht es in Tom Clancy's Splinter Cell hauptsächlich darum, nicht entdeckt zu werden. Folglich ist es besser, sich behutsam durch Gänge zu bewegen, Lüftungsschächte zu benutzen, Rohre hinaufzuklettern und an Häuserwänden entlang zu hangeln, anstatt mit dem MG durch die Vordertür zu marschieren. Sind Sie zu unvorsichtig, bekommen Sie es schnell mit den Wachen zu tun. Wenn Sie sich in einer derartigen Situation verstecken und warten, bis die Gegner von selbst das Feld räumen, können Sie unbemerkt Ihre Mission fortsetzen. Eine wichtige Rolle spielen auch die tollen Licht- und Schatteneffekte. So sollten Sie beispielsweise erledigte Feinde in finsteren Ecken verstecken und Lampen ausschießen, damit sie im Dunkeln an den Aufpassern vorbeischleichen können. Für solche Fälle sind Sie mit Nachtsicht- und Wärmebildgerät ausgestattet, die Sie jederzeit einsetzen können. Bis jetzt konnten wir leider nur einen kleinen Teil einer späteren Mission spielen, in der Sie Daten von einem PC runterladen sollen, bevor dieser vernichtet wird. In der Special-Rubrik erfahren Sie vom Entwicklerteam mehr über Missionsdesign, Grafik und den erstklassigen Sound des Action-Adventures. Auf dem Mars ist wieder einmal die Hölle los. Die Bewohner des von den Menschen kolonisierten Planeten lehnen sich gegen die Unterdrückung durch die Erdbevölkerung auf.
Schnell ist eine Armee von Kampfmaschinen auf die Beine gestellt, welche die Interessen der Kolonisten mit allen Mitteln durchsetzen soll. Da kann nur noch einer helfen, der Roboter Tehuti, der bereits im ersten Teil keinen Zweifel an seiner Kampfkraft aufkommen ließ. Mit The Second Runner liefert Konami nicht nur eine erstklassige Fortsetzung des PS2-Hits Zone of the Enders, sondern auch einen atemberaubenden Actionkracher. Die Erforschungsabschnitte des Vorgängers gehören der Vergangenheit an. Stattdessen gestaltet sich die Schlacht in den riesigen Szenarien noch abwechslungsreicher. So können sie Feinde als Schlagwerkzeug gegen weitere Angreifer missbrauchen. Oder sie schnappen sich einfach einen Pfeiler des soeben zusammengestürzten Gebäudes und gehen damit auf Revoluzzerjagd. Angesichts der Gegnermassen ist es zudem hilfreich, dass das Zielsystem der Fernwaffen im neuesten Ableger mehrere Objekte gleichzeitig erfassen kann. Gegen gut gepanzerte Kampfschiffe und zähe Bossgegner helfen allerdings nur ausgeklügelte Strategien. Grafisch hat Konami nochmal eine Schippe draufgepackt. Wie der Vorgänger präsentiert sich The Second Runner spektakulär, effektreich und dennoch ultraflüssig. Zusammen mit der guten Steuerung und dem actiongeladenen Spielverlauf macht der Titel so viel Spaß, dass wir schon mal den Hitstempel anfeuchten. Nur noch wenige Wochen, bis der coolste Dämonenjäger der PS2-Welt erneut zu den Waffen greift, um dem Teufel die Hölle heiß zu machen. Jetzt hat uns ein neuer Trailer aus Japan erreicht. Auch wenn die Qualität nicht ganz so berauschend ist, lässt das Video keinen Zweifel daran, dass Devil May Cry 2 ein stimmungsvolles Action-Spektakel wird. Diesmal kann man sogar mit einem neuen Spielcharakter, der rothaarigen Lucia, gegen die Monstermassen antreten. Im Kampf gegen die teils hochhausgroßen Bossgegner hat allerdings nur Dante selbst eine echte Chance. Der weißhaarige Held kann nicht nur an Wänden entlanglaufen und meterweit springen, sondern greift zudem auf ein beachtliches Waffenarsenal aus Schwertern und Schusswaffen zurück. Zudem kann sich der Protagonist in brenzligen Situationen in einen geflügelten Dämonen mit übernatürlichen Kräften verwandeln. Da ist es doch beruhigend zu wissen, dass der gnadenlose Dante zu den Guten gehört. Wenn man so gut aussieht wie die hübsche Prinzessin des Königreichs Argus, dann muss man schon damit rechnen, mal abgeschleppt zu werden. Natürlich folgt die Adlige solch monströsen Unbekannten nicht freiwillig und wird kurzerhand von diesen entführt. Das ruft wiederum den glorreichen Gladiator Rygar auf den Plan, der entschlossen gegen Riesenwürmer und Sagengestalten in den Kampf zieht. Rygar hebt sich vor allem durch den sogenannten Disc Armor von anderen Videospielhelden ab. Dabei handelt es sich um einen an einer Kette befestigten, messerscharfen Schild, der über eine große Reichweite verfügt. Im Laufe des Spiels erhalten sie aber auch noch zwei weitere Schildarten, die taktischeren Kampf ermöglichen. Mit in den Levels verstreuten Extras und Power-Ups können sie darüber hinaus Special Moves und Combos erlernen. Der Disc Armor ist jedoch nicht nur eine mächtige Waffe, sondern auch ein Allzweckwerkzeug, mit dem sich Steilhänge erklimmen und Abgründe überwinden lassen. In den zahlreichen, recht anspruchsvollen Geschicklichkeitspassagen kommt es aber in erster Linie auf ein gutes Auge an. Sollten Sie sich aufgrund der nicht frei drehbaren Kamera verschätzen, dürfen Sie unweit von der Absturzstelle erneut Ihr Glück versuchen. Wem diese Jump-and-Run-Einlagen recht leicht von der Hand gehen, der wird spätestens von einem der riesigen Endgegner gestoppt. Diese lassen sich meist nur mit der richtigen Taktik und einem der Schutzgötter des Schildes bezwingen.
Bei all den stimmungsvollen Szenarien, Monstermassen und teils aufwendigen Grafikeffekten läuft das Spiel erfreulicherweise sehr flüssig. Anlass zur Kritik geben lediglich das starke Flimmern und die mäßige Gegner-KI. Actionfans werden aber sicherlich ein Auge zudrücken. In Japan ist mal wieder die Hölle los. Ein dunkler Fürst versucht im 16. Jahrhundert, die Macht in dem von Bürgerkriegen geplagten Land an sich zu reißen. Um das zu verhindern, lassen sich die Ninjas Rikimaru und Ayame als Killer anheuern. Da die feindlichen Soldaten in der Übermacht sind, erweist sich offene Konfrontation meistens als die schlechtere Option. Wer trotzdem gerne kämpft, darf im Vergleich zum Vorgänger auf eine ganze Reihe neuer Attacken, Kombos und Waffen zurückgreifen. Besser ist es allerdings, diese heimlich einzusetzen und sich aus dem Schatten anzuschleichen. Die neuen Levels bieten dabei eine Menge Abwechslung. Leider können wir hier nur einen zeigen. In jeder Umgebung gibt es mehrere Möglichkeiten, wie die Gegner verteilt sind, sodass man sich auch beim zweiten Durchspielen nicht darauf einstellen kann. Außerdem hat der Spieler am Anfang die Wahl zwischen drei Charakteren, die alle unterschiedliche Missionen zu erledigen haben. Im spannenden Zweispielermodus gibt es zudem noch 5 extra Levels. Spielerisch ist also schon jetzt viel Abwechslung zu erkennen. Grafisch beeindruckt Tenchu 3 allerdings noch nicht. Bis zum Erscheinungstermin bleibt jedoch noch Zeit für den Feinschliff. Robin Hood ist hauptsächlich als krimineller Wohltäter bekannt. Im demnächst erscheinenden Defender of the Crown befehligt der Beschützer der Armen jedoch eine Armee, die auf Seiten des verschollenen Königs Richard Löwenherz für ein geeintes England kämpft. Der PS2-Spieler übernimmt die Rolle des legendären Diebes und erobert Zug um Zug die Insel zurück. Videospielveteranen kennen dieses Konzept aus seligen Amiga- oder C64-Zeiten. Auf diesen Systemen war Defender of the Crown sowohl grafisch als auch spielerisch eines der besten Strategiespiele. Ob es das immer noch ist, bleibt bei der inzwischen vorhandenen Konkurrenz fraglich. Immerhin haben die Entwickler von CinemaWare das Spiel modernisiert, vor allem optisch. Da ist der Eindruck fast durchgängig gut. Nur bei den Kampfszenen hätte man sich etwas mehr Mühe geben können. Spielerisch hat sich dagegen wenig getan. Am Anfang kontrolliert Robin Hood ein einzelnes Gebiet Englands, hat begrenzte Finanzen und eine kleine Armee zur Verfügung. In den Spielrunden gibt es dann mehrere Möglichkeiten, die Ressourcen zu vergrößern. Er kämpft in Turnieren, treibt Steuern ein oder überfällt im Alleingang fremde Burgen. Bei diesen Raubzügen springt dann nicht nur Geld heraus. Es kann sogar passieren, dass für Robin eine Frau hinter den Mauern wartet. Dieser romantische Aspekt ist aber eher eine Randerscheinung. Zentral sind die Kämpfe um die einzelnen Territorien. Dabei befehligt Robin Hood eine Armee aus Bogenschützen, Reitern und Katapulten, die für Burgbelagerungen unentbehrlich sind. Mit wenigen strategischen Entscheidungen sind die Schlachten dann schnell entschieden. So ist England rasch befriedet. Doch nicht nur Nostalgiker werden an einer weiteren Kampagne Spaß haben. Schulmädchen im Minirock, die durch Spukhäuser und sonstige unheimliche Umgebungen laufen. Bei so einer Spielbeschreibung weiß der Experte sofort, dass er es mit einem japanischen Horror-Adventure zu tun hat. Das wiederum bedeutet, dass wir weniger zu dem Spiel sagen können, weil wir weder die Hintergrundgeschichte noch die Hinweise verstehen. Die großartigen Zwischensequenzen wirken jedoch auch auf Japanisch. Gestaltet hat sie Kultregisseur Kinji Fukasaku
Und so können sie selbst mit Horrorfilmen konkurrieren. Um in den Genuss der furchterregenden Szenen zu kommen, muss der Spieler die Protagonistin Alyssa allerdings erst durch nicht minder gruselige Gegenden steuern. Bewaffnet ist die Kleine lediglich mit einem Fläschchen Weihwasser. Und das fürchten nicht nur die Geister. Es kann auch versiegelte Türen öffnen. Im Kampf gegen die Unwesen ist aber eher Flucht ratsam. Das Weihwasser fügt den Gegnern nur einen kurzen Schmerz zu und gibt der Heldin so Zeit, das Weite zu suchen. Wie Alyssa in diese prekäre Lage kommt, können wir leider nicht ganz nachvollziehen. Ihr Abenteuer beginnt in einem Landhaus, von wo sie aus irgendwelchen Gründen auf eine Zeitreise ins zerstörte London des Jahres 1942 geschickt wird. Dort warten nicht nur Geister und ein hammerschwingender Serienkiller, sondern auch einige Rätsel, bei denen hauptsächlich Schlüssel gefunden werden müssen. Trotz Sprachbarriere gestaltet sich dies relativ unproblematisch. Die meisten Gegenstände sind nahe bei ihrem Einsatzort zu finden. Und auf die Atmosphäre hat das Japanische sowieso keinerlei Auswirkungen. Die ist ständig angespannt und düster, egal ob Geister in der Nähe sind oder nicht. Wenn der Mensch ums Überleben kämpft, zeigt er sich von seiner schlimmsten Seite. Auch wenn er sich auf der anderen Seite des Universums befindet. Dort dreht sich ein Planet, der durch den Treibhauseffekt fast nur noch aus Wasser besteht. Natürlich streiten sich die wenigen Überlebenden erbittert um die noch verbleibenden Trockenflächen. Sie setzen sich mit einem von drei Piloten hinter die Steuerknüppel des Max Battle Engine Aquila und unterstützen das Volk der Forseti in ihrem Krieg gegen die Muspel. Die Kampfmaschine ist in diesen Schlachten sehr effektiv. Sie entfaltet ihre Kampfkraft nicht nur am Boden, sondern kann auch fliegen. Allerdings ist die Energie dafür begrenzt. Sie sollten deshalb immer den blauen Energiebalken im Auge behalten, um Abstürze zu vermeiden. Auf insgesamt 12 Inseln erfüllen sie dann 25 Missionen, die hauptsächlich einen exzessiven Einsatz der Waffensysteme verlangen. Manchmal ist aber auch Taktik gefragt. Diesem Gegner können sie zum Beispiel nur Schaden zufügen, wenn sie in seine Kanone treffen. Außerdem sind Munition und Lebensenergie begrenzt und lassen sich nur an bestimmten Stellen wieder auffüllen. Das sollten Sie auf dem Weg durch die actionreichen Levels immer beachten. Dieser Weg kann durchaus beschwerlich werden, einfach durch die schiere Menge der Gegner. Da der Bildschirm immer von einer eindrucksvollen Masse an Freunden und Feinden bevölkert ist, kommt es häufiger zu Rucklern, die den Spielablauf jedoch nicht nachhaltig stören. Wer Spaß an abwechslungsreichem Geballere findet, ist mit Battle Engine Aquila also ziemlich gut beraten. Das Flair der Star-Wars-Kinofilme wurde bisher immer wieder erstklassig auf die PlayStation 2 gebannt. Auch in Star Wars Clone Wars können Fans da weitermachen, wo der Film aufhört. Das Actionspiel beamt sie an die Schauplätze der Episode 2, mitten in die Klonkriege. Hier steuern sie in 16 Kampagnen abwechselnd drei Helden aus dem Star-Wars-Universum. Mit diesen mischen sie per Gleiter, Lichtschwert oder mit verschiedenen Bodeneinheiten die Feinde der Republik auf. Als primäre Missionsziele sollen sie unter anderem ganz bestimmte gegnerische Einheiten vernichten, Konvois beschützen oder Stützpunkte zerstören.
Echte Action-Fans werden sich jedoch auch an die wesentlich schwierigeren Sekundärziele wagen, bei deren Zerstörung sie meist dafür sorgen müssen, dass ein Zeitlimit eingehalten und keiner ihrer Teamkameraden getötet wird. Wie bei LucasArts-Titeln üblich, warten Massen an exklusivem Bonusmaterial auf erfolgreiche Jedi-Ritter. Star Wars Cracks freuen sich zudem über den Original-Soundtrack und über 30 Fahrzeuge, die man im Laufe der Missionen durch die Szenarien steuern kann. Jedes Gefährt hat dabei seine eigenen Stärken und Schwächen. Die hat leider auch das Spiel. So ist auf dem Schlachtfeld wahrlich die Hölle los. Und bei den actionreichen Kämpfen werden einem garantiert die Finger schwitzig. Das opulente Kriegsgeschehen wurde allerdings mit einem permanenten Ruckeln erkauft. Das verwundert insbesondere deshalb, weil die Optik zu keiner Zeit über den Durchschnitt hinauskommt. Matschige Texturen, klobige Charaktere und teilweise lächerliche Animationen lassen eher auf ein N64-Spiel schließen. Dennoch, die Action und die Motivation können kurzzeitig begeistern. Come with me. The rest of you, wait here. We don't want to alert the enemy until we're ready to strike. Auch im fernen Osten beschäftigt man sich mit dem Wilden Westen. Aus Japan erreicht uns deshalb jetzt ein Rollenspiel, das in den Weiten der amerikanischen Prärie angesiedelt ist. Neben westlichem Lokalkolorit dürfen, Japan-typisch, auch östliche Fantasy-Elemente nicht fehlen. Die Handlung dreht sich um vier Soldaten, sogenannte Drifters, die sich zusammentun, um ein mystisches Relikt zu finden. Dazu müssen sie mit den üblichen Westernwaffen hauptsächlich rundenbasierte Kämpfe bestehen. Daneben beherrschen sie aber auch magische Attacken und Spezialmanöver, die mit zunehmender Erfahrung mächtiger werden. Doch die Drifters müssen sich nicht jedem Kampf stellen. Zufallsbegegnungen können sie ausweichen, wenn ein spezieller Balken, der Encounter Gauge, gefüllt ist. Da sich dieser aber nur durch erfolgreiche Kämpfe auflädt, lassen sich Konfrontationen nicht immer vermeiden. Zwischen den Auseinandersetzungen gibt es einige nett gestaltete Umgebungen zu erforschen, die mit Action-Adventure-artigen Rätseln aufwarten. Grafisch setzt Wild Arms 3 auf den beliebten Cell-Shading-Look. Dadurch wirkt der Titel häufig wie ein japanisches Anime im Italo-Western-Stil. Die Zwischensequenzen sind dabei wirklich schön gestaltet. Ausgehungerte Rollenspiel-Fans können sich mit diesem Spiel also auf jeden Fall die Wartezeit auf richtige Kracher vertreiben. Freude ist doch die schönste Freude. Dieses Motto könnte gut als Leitspruch über ATV Quad Power Racing 2 stehen. Erster werden heißt das Ziel, der Weg dorthin ist von Härte geprägt. Die Fahrer dürfen ihre Kontrahenten vom Fahrzeug treten, aus dem Weg drängeln, kurz mit allen Mitteln überholen. Auch sonst ist Quad Power Racing nicht gerade ein sauberer Sport. Auf 10 riesigen Strecken geht es über Schotter, Schlamm oder Sand. Die vierrädrigen Motorräder unter Kontrolle zu behalten, ist dabei nicht ganz einfach. Vor allem das Sliden in den Kurven und die Ausführung aufwendigerer Tricks erfordert einige Übung. Wer die einmal gelernt hat, kann bei jedem Sprung einen oder mehrere abgefahrene Stunts hinlegen und so Energie für Geschwindigkeitsboosts sammeln. Für eingeschworene Trickser gibt es sogar eine Stunt-Arena voller Rampen und Sprungmöglichkeiten.
Im Gegensatz zum eher verkorksten PS1-Vorgänger ist der zweite Teil eine stimmige Mischung aus Arcade-Sportspiel und Offroad-Simulation, die durch ihre Vielfalt an Spielmodi und freispielbaren Elementen motiviert. Auch grafisch hat sich einiges getan. Die Fahrer sind cool und flüssig animiert, die Umgebungen ein wenig kantig, aber abwechslungsreich texturiert und hübsch anzusehen. Ob am idyllischen Strand, im schlammigen Wald oder in der Gletscherwüste. Ein Lob verdient auch die Möglichkeit, die Darstellung auf flotte 60 Hertz umzuschalten, wenngleich auch das nicht gegen die gelegentlichen Ruckeleinlagen hilft. Mit dem Tempo und der knalligen Action von EA Sports Big-Titeln wie Sledstorm oder SSX Tricky kann Acclaims Titel zwar nicht aufwarten, doch wer gepflegten Offroad-Rennspaß im Stil von MX Superfly oder Sonys ATV Offroad sucht, darf bedenkenlos zugreifen. Dreidimensionales auf einer erstklassigen Konsole? Schon Swings Sylphid The Lost Planet hat gezeigt, dass diese Verbindung durchaus harmonieren kann. Konami mixt in Contra Shattered Soldier pausenlose 2D-Action und kurze 3D-Passagen mit einem beeindruckenden Effektfeuerwerk. In dem Titel bewegen sie sich mit ihrem Helden meist von links nach rechts und müssen dabei Hindernisse, fliegende Aliens und teils monströse Endgegner aus dem Weg räumen. Konami stattet sie dafür mit Snowboard, Hoverbike und Rakete aus und drückt ihnen unter anderem Flammen und Granatwerfer in die Hand. Einige Angreifer scheinen allerdings 9 Leben zu haben. Schalten sie ein Waffensystem des Gegners aus, bekommen sie es mit dem nächsten zu tun. Spätestens nach dem ersten Level wird einem klar, dass die an sich motivierende Ballerorgie nur etwas für knallharte Videospielprofis ist, die viel Geduld mitbringen. Um Raketen, Laserstrahlen, Feuerbälle und Giftatem abzuwehren, steht im PS2 Contra nicht mal die aus den Vorgängern bekannte Smart-Bombe zur Verfügung. Diese reinigte den Bildschirm kurzzeitig von gegnerischen Geschossen. Stattdessen kommt man oft nur weiter, wenn man das Level-Design auswendig lernt und somit auf jede Attacke vorbereitet ist. Dafür wartet der Konami-Titel mit tollen Effekten, einem treibenden Soundtrack, zahlreichen Boni und immer wieder gigantischen Bossgegnern auf, bei denen einem manchmal einfach die Spucke wegbleibt. Im Zweispieler-Modus macht es dann doppelt so viel Spaß, die futuristischen Bestien auseinanderzunehmen. Kämpfe, viele rote Pixel und gnadenlose Finishing Moves. Diese Attribute haben die Mortal Kombat-Reihe berühmt gemacht. Lange Zeit ist es still um die Serie gewesen, doch jetzt greift Midway mit Deadly Aliens wieder an und reiht sich in der Riege der besten PS2 Beat'em-Ups ein. Finish him. Round 1. Fight! Der Midway-Titel hebt sich vor allem durch das erweiterte Kampfsystem von der Konkurrenz ab. Jeder der 23 Prügelknaben verfügt über 3 unterschiedliche Kampfstile, die man während des Duells beliebig wechseln kann. Dabei kommen bei einer Variante auch Hieb- und Stichwaffen wie Stock-, Lang- und Kurzschwerter zum Einsatz, die man im Rahmen eines Special Moves sogar in den Gegner rammen kann. Der überlegte Wechsel zwischen den Kampfstilen ist letztendlich der Schlüssel, um starke Kontrahenten zu besiegen. Das Schlagrepertoire ihres Helden können sie im Conquest-Modus erlernen. Erweisen sie sich hier als guter Schüler, erhalten sie, wie auch für erfolgreiche Kämpfe, verschiedenfarbige Münzen.
Mit denen können Sie in der Gruft Unmengen an Animationen, Kostümen, Produktionsvideos oder neuen Charakteren erwerben. Im Arcade-Modus warten neben tollen Videosequenzen übrigens auch noch kleine Mini-Prüfungen auf Sie, die ebenfalls eine Menge Schotter bringen. You chose wisely. Beat'em-up-Fans könnte lediglich der Comic-Look des Titels missfallen. Alles in allem hat Midway die berüchtigte Mortal Kombat-Serie aber eindrucksvoll wieder zum Leben erweckt. Egal aus welchen Beweggründen Sie sich dieses Spiel zugelegt haben, wir wollen Ihnen den Einstieg in Acclaims nicht so ganz jugendfreies BMX-Spektakel erleichtern. Auf diese Weise werden Sie Ihr wahrscheinliches Ziel, nämlich nackte Haut zu sehen, im Nu erreichen. Häufig drohen Sie nach einem Sprung in Seitenlage zu landen. Sie können einen Sturz hin und wieder abwenden, indem Sie rechtzeitig die Grind-Taste drücken. Allerdings benötigen Sie dafür ein Rail oder ein anderes grindbares Objekt. Besonders dann, wenn Sie jemanden transportieren müssen und nicht stürzen dürfen, kann dieser Tipp Gold wert sein. Versuchen Sie, Liptricks an Kanten oder anderen Objekten so lange wie möglich zu halten. Achten Sie dabei auf das Symbol in der Mitte des Bildschirms. Während Sie anfangs nur leicht balancieren müssen und immer nur kurz in die jeweilige Richtung drücken, müssen Sie nach wenigen Sekunden den Daumen fest auf der Richtungstaste lassen. Kurz bevor Ihr Biker das Gleichgewicht verliert, beenden Sie den Trick mit einem Sprung und haben so die maximale Punktzahl herausgeholt. Damit sich Ihr Biker bei Sprüngen noch schneller um die eigene Achse dreht, sollten Sie die beiden Schultertasten benutzen. So erreichen Sie mehr Umdrehungen und somit auch mehr Punkte. Um einen Flatland-Trick auszuführen, müssen Sie zuerst einen Manual oder Nose-Wheelie machen. Drücken Sie dann auf dem Steuerkreuz zweimal nach links oder rechts und auf den Viereck-Button. Versuchen Sie häufig, solche Flatland-Tricks auszuführen, da Ihnen diese viele Punkte bescheren. You know, we want to give them, you know, a Viking funeral. But we can't get to the switches to drain the canal. Actually, I'm not dying. Im Generatorwerk müssen Sie zwei zwielichtigen Gestalten helfen, die Abflussrinne zu fluten. Nachdem Sie mit den Herren gesprochen haben, biken Sie ins Innere der Generatorhalle und radeln dort nach oben zur ersten Ebene. Hier finden Sie die beiden Schalter, die Sie betätigen müssen. Fahren Sie nahe an der Wand entlang, springen Sie kurz vor dem Schalter ab und führen Sie dann einen Wallride aus. Sobald Sie den ersten Schalter umgelegt haben, hetzen Sie zur anderen Seite der Halle, wo Sie den anderen Schalter entdecken. So you can't even kill a guy without it being a production. In der Bronx fordert Sie ein anderer BMXer dazu auf, einen Transfer über ihn zu machen. Entfernen Sie sich zuerst von der Rampe, um genügend Anlauf nehmen zu können. Halten Sie die X-Taste gedrückt und radeln Sie auf eine der Quarterpipes neben dem Biker zu. Versuchen Sie, so nah wie möglich neben der mittleren Rampe abzuspringen. Wichtig hierbei ist, dass Sie den X-Button kurz vor dem Ende der Absprungrampe loslassen. Manche Aufgabentypen wiederholen sich ständig. Während Sie in der Bronx Stage noch einige Nutten zu Ihrem Zuhälter kutschieren oder einen Köter quer durch die Map zum Begatten transportieren durften, müssen Sie in der Dump Stage fünf ziemlich unter Druck stehende Arbeiter zur Toilette chauffieren, bevor den Jungs Schlimmeres passiert. In jeder Stage sind mehrere BMX-Teile versteckt. Wenn Sie einen kompletten sechsteiligen Satz eingesammelt haben, werden die Fähigkeiten Ihres Bikers verbessert. So finden Sie in der Bronx eine Gabel, wenn Sie an den Stromleitungen mit den Schuhen entlang grinden.
Nachdem sie die drei Schalter auf dem Dach des grünen Gebäudes für den Feuermann betätigt haben, befindet sich kein Wasser mehr im Pool. Stattdessen entdecken sie dort einen Lenker. In dem ausgebrannten Gebäude finden sie schließlich ein Rad. Zu guter Letzt geht's nach oben zu den Bahnschienen. Fahren sie darauf entlang, bis sie die Feuerleiter des blauen Gebäudes erreichen. Per Grind geht's dann noch ums Haus herum, wo sie ein weiteres Teil für ihr BMX entdecken. Knockouts, Tiefschläge und gebrochene Arme. In der Pride FC Liga nimmt man für ein wenig Ruhm auch einen Krankenhausaufenthalt in Kauf. Bei den Vollkontaktkämpfen ist einfach alles erlaubt, um den Gegner zur Aufgabe zu zwingen. Da möchte man den gnadenlosen Muskelbergen lieber nicht bei der Schlacht am kalten Buffet begegnen. THQ Speed'em Up, Pride FC, steckt sie in die Haut eines der Knochenbrecher. Jeder der realistisch modellierten Originalsportler verfügt über eine individuelle Kampftechnik. Für Abwechslung sorgen auch die unterschiedlichen Kontermöglichkeiten, mit denen sie effektiv auf Haltegriffe und Wurfattacken des Kontrahenten reagieren können. Während der Titel spielerisch bereits überzeugt, hat THQ in grafischer Hinsicht noch mit miteinander verschmelzenden Körpern und hakeligen Animationen zu kämpfen. Ein Stuntman lebt gefährlich, auch wenn er aus Plastik ist. Lego-Männchen Pepper zum Beispiel rast in Speedbooten, auf Motorrädern oder im Flugzeug über Filmsets. Und das nur, um halsbrecherische Stunts und rasante Verfolgungsjagden auf Zelluloid zu bannen. Die Action-Szenen sind jedoch meistens sehr ähnlich aufgebaut. Ob auf dem Wasser, in der Luft oder auf Asphalt. Die Stunts bestehen oft nur aus Wettrennen, die manchmal mit Sprungeinlagen aufgepeppt werden. Ganze 5 Stuntszenen nimmt Pepper auf der Insel auf, dann ist die Filmkarriere schon wieder vorbei. Zwar kann er auch noch durch die Gegend fahren und Aufgaben der Bewohner erledigen oder in Skateparks ein bisschen rumrollen, doch besonders motivierend ist das nicht. Dadurch dürften selbst die jüngeren Spieler merken, dass Island Extreme Stunts als Videospiel die reale Spielzeugserie gleichen Namens promoten soll. Spielzeughersteller scheinen immer öfter die Möglichkeit zu entdecken, ihre Produkte über Videospiele zu pushen. Neben Lego ist auch Mattel schon länger auf diesen Trichter gekommen. Bei Velocity X Maximum Justice rasen die Matchbox-Autos der Hot Wheels-Reihe über die PS2-Piste. Wie beim Einsatz der echten Spielzeugautos sind dabei Rasanz und Action angesagt. In verschiedenen Missionen geht es darum, Stunts vorzuführen, vorgegebene Aufgaben zu erfüllen oder sich mit anderen Spielfiguren zu duellieren. Bei diesen motorisierten Kämpfen lassen sich gegnerische Autos mit Rammattacken oder unterschiedlichen Power-Ups außer Gefecht setzen. Neben dem Abenteuermodus mit seinen abwechslungsreichen Missionen stehen noch andere Spielvarianten zur Verfügung. Im Zweikampf oder bei den Wettrennen können sich die Spieler sogar mit einem menschlichen Konkurrenten messen. Triste Umgebungen, schießwütige Bösewichter und ein Held mit einem Scharfschützengewehr. So lässt sich mit wenigen Worten die Silent Scope-Reihe beschreiben, die inzwischen den 3. Teil hervorgebracht hat. Am Spielverlauf hat sich allerdings nicht viel geändert. Sie bewegen sich auf vorgegebenen Bahnen durch 0815-Szenarien und erledigen mit gezielten Schüssen ihre Widersacher. Obwohl sie sich auch mal auf dem Wasser wiederfinden und es sogar mit Flugzeugentführern zu tun bekommen, wird die brutale Shooter-Action schnell langweilig. Für ein wenig Abwechslung sorgen lediglich die Endgegner, die sie nur an einem bestimmten Punkt verwunden können. Auch grafisch bringt der neueste Ableger die Serie nicht voran. Die Umgebungen wirken alle sehr karg und unspektakulär.
Da hat man schon fast das Gefühl, als täte man den Angreifern einen Gefallen, wenn man sie aus der Silent Scope-Welt ballert. Die 80er Jahre sind gerade schwer angesagt. Selbst Anime-Serien, die hierzulande nur eingefleischten Fans bekannt sind, bringen es zu einer PS2-Umsetzung. Robotech Battlecry dürfte aber auch ganz gute Chancen haben, bei Action-Liebhabern zu landen. Im Krieg der Menschheit gegen außerirdische Invasoren sitzen sie am Steuer eines sogenannten Varitech-Fighters. Das Besondere an diesem Kampfgerät ist, dass es drei verschiedene Formen annehmen kann. Für Weltraumschlachten lässt es sich als schnelles Raumschiff ausrüsten, das mit zwei verschiedenen Waffenarten auf die gegnerische Flotte ballert. Genauso viele Waffen, aber etwas weniger Geschwindigkeit besitzt der Gleiter für den bodennahen Kampf. Damit geht es durch Städte, in denen sich alle Gebäude zerstören lassen. Nur eingeschränkt nutzbar ist dagegen die Bodenvariante des Fighters. Diese hilft hauptsächlich dabei, Gegner gezielt auszuschalten. Da zeigt EA der PS2-Welt mit Die zwei Türme, wie eine Filmumsetzung auszusehen hat. Aber kein Publisher scheint sich daran ein Beispiel zu nehmen. The Scorpion King ist einmal mehr die lieblose Adaption eines Kinofilms, die auf der Konsole keinen so recht begeistern wird. Aus der Verfolgerperspektive prügeln sie sich mit den Protagonisten durch öde Szenarien und Massen an Gegnern. Mit Speer, Schwert und Panzerhandschuh können sie darüber hinaus verschiedene Kombos ausführen. Die stumpfsinnige Klopperei wird dabei hin und wieder, welche Überraschung, durch Endgegnerkämpfe aufgelockert. Die Grafik ist genauso durchschnittlich wie das Gameplay. Unspektakuläre Texturen, Clipping-Fehler und teils lächerliche Animationen fallen immer dann auf, wenn man sich gerade mal nicht über fehlende Übersicht ärgert. Mit diesem Titel macht Vivendi den Scorpion King bestimmt nicht zur Legende. Läppisch mögen Tiger Woods-Fans jetzt sagen, Donald Duck als Profigolfer. Doch sie sollten sich eines Besseren belehren lassen. Bei Disney Golf haben zwar Enten, Mäuse, Katzen und Hunde den Schläger in der Hand, anspruchslos ist der EA-Titel aber gewiss nicht. Das Schlagsystem ist ziemlich genau das gleiche wie bei Everybody's Golf. Ein Balken zeigt Kraft und Genauigkeit des Abschlages an. Daneben muss man aber noch externe Faktoren wie Wind- und Bodenverhältnisse beachten. Beim Putten dagegen spielen nur noch die Entfernung und die Beschaffenheit des Untergrundes eine Rolle. Im Prinzip ist Disney Golf ein recht ernsthaftes Golfspiel. Es gibt jedoch auch Fun-Elemente wie die lustigen Charaktere und deren Animationen. Andererseits können die Golfer auch zu unfairen Mitteln greifen und ihren Konkurrenten etwa mit Gegenwind das Handicap erhöhen. Seit mehr als zwei Jahren steht die PlayStation 2 nun schon in den deutschen Wohnzimmern und die Publisher haben in dieser Zeit eine Menge gute Spiele auf den Markt gebracht. Inzwischen wurden die Preise vieler Top-Titel wie Baldur's Gate oder Zone of the Enders von den Herstellern gesenkt. Zu echten Platinum-Titeln werden allerdings nur diejenigen Spiele, die sich mehr als 400.000 Mal zum Vollpreis verkauft haben. Wir stellen die Platinum-Hits vor, die unbedingt bei Ihnen im Schrank stehen sollten. What's wrong, Your Grace? Gran Turismo 3 ist fast genauso alt wie die PS2 und immer noch eines der besten Rennspiele. Super Umgebungen, tolle Fahrzeugmodelle, erstklassiger Sound und authentisches Fahrverhalten.
Noch heute muss sich jeder Genrevertreter an dem Sony-Titel messen lassen. Einziger Kritikpunkt ist das fehlende Schadensmodell. Ebenfalls von Sony stammt World Rally Championship. Bis zum Erscheinen des Nachfolgers im vergangenen Jahr griff der Titel als einziges Rennspiel auf die offizielle Lizenz der Rally-WM zurück. Zahlreiche Spielmodi, eine realistische Optik und die schnelle Rennaction machen WRC zum Hit. Einen Hit-Garanten hat Activision mit der Tony Hawk's Pro Skater-Reihe, die die Rollbrett-Konkurrenz alljährlich deklassiert. Der dritte Teil war ein Jahr lang die Trendsport-Referenz auf der PS2 und überzeugt durch abwechslungsreiche Aufgaben und rasante Action. Auch die Grafik macht bis auf den ruckelnden Zweispieler-Modus einen guten Eindruck. Nicht ruckelnd, aber gestaucht präsentierte sich Capcoms Devil May Cry. Das Spiel musste wegen der schlechten PAL-Anpassung abgewertet werden. Ansonsten beeindruckt der Titel durch die stimmungsvollen Gothic-Szenarien und die toll animierten Figuren. Zudem sorgt der obercoole Dämonenjäger Dante mit Schwert und Pistolen für adrenalinfördernde Dauer-Action. Auch der Held von Onimusha ist ein Opfer der PAL-Anpassung und zu einem kleinen, moppeligen Samurai geworden. Die durchdachten Rätsel, die tolle Grafik und die schnörkellose Kampf-Action machen das Action-Adventure dennoch zu einem erstklassigen Spiel. Die zweidimensionalen Hintergründe stören angesichts der spannenden Story und der beeindruckenden Rendersequenzen kaum. Capcom, der Meister der Action-Adventures, hat noch einen weiteren Top-Titel im Platinum-Regal. Den PS2-Ableger der erfolgreichen Resident Evil-Serie. In Code Veronica X müssen sie sich einmal mehr gegen Zombies und Mutanten behaupten, sowie mit knapper Munition und dem Unerwarteten zurechtkommen. Die packende Story und die erstklassige Präsentation sorgen für Gänsehaut. Red Faction beeindruckte seinerzeit durch die revolutionäre Geomod-Engine. Diese ermöglichte es, Wände und Pfeiler zu zerstören und somit im wahrsten Sinne des Wortes neue Wege zu gehen. Die durchdachte Storyline, zahlreiche Waffen und harte Gegner machen den Ego-Shooter zum Hit. Leider wird der Spielverlauf später so hektisch, dass die innovative Engine ihre Stärken kaum ausspielen kann. Apropos Stärken, von denen gibt es bei Dead or Alive 2 eine Menge. Neben den attraktiven Kämpferinnen überzeugt das Spiel auch durch eine tolle Grafik und eine durchdachte Steuerung. Zudem ist der Tecmo-Titel das einzige PS2-Beat'em-up, in dem sich die motivierende Prügel-Action auf unterschiedliche Ebenen der Riesenarenen ausdehnt. In Rayman Revolution geht es im Kampf gegen fliegende Monsterfische und böse Piraten nicht ganz so hart zur Sache wie bei Dead or Alive.
Stattdessen hüpft Rayman mit seinem Knuddellook in die Herzen der PS2-Besitzer. Der Spielverlauf ist sehr abwechslungsreich und dank Optik, Sound und Story tierisch witzig. Da sich der niedliche Held im Laufe des Spiels immer neue Fähigkeiten dazukaufen kann, ist Langzeitmotivation garantiert. Auch Jak & Daxter gehört zu den besten Jump'n'Runs für die PS2. Da der Spielverlauf nicht linear ist, kann man die riesigen, stimmungsvollen Welten in beliebiger Reihenfolge unter die Lupe nehmen. Abgesehen von einigen recht schwierigen Geschicklichkeitspassagen, begeistert der Titel auf der ganzen Linie. Aufgrund der vielen Minispiele und des einmaligen Humors vergeht die Spielzeit wie im Flug. Okay, alles klar. Mir geht's gut. Wir haben uns für eine spezielle Animationsart entschieden, weil wir insbesondere für den Hauptcharakter Sam einen einzigartigen Stil haben wollten. Hin und wieder benutzen wir Videomaterial von uns selbst als Vorlage für Sams Bewegungen oder Emotionen. Für komplexe Bewegungen greifen wir auf 3D-Animationen zurück und drehen so lange daran, bis sie zu unserem Stil passen. Die Inspiration kommt aus verschiedenen Quellen. Eine Bewegung wie Zurückdrängen ist realistische Nahkampftaktik. Wir wollten aber auch Action-Moves im Spiel haben. Also haben wir uns für Sachen wie den Split-Jump an Filmen orientiert. Any walking, jogging, sneaking or weight cycles need to be. Bewegungen wie Gehen, Laufen, Schleichen brauchen viel Feinschliff, denn sie sind am häufigsten zu sehen. Alles an den Charakteren ist animiert. Wir haben 10 Knochen alleine für das Gesicht. Wir können sie zwinkern oder lächeln lassen. Dieser Teil der Animation macht den Unterschied. Der erste Schritt beim Leveldesign ist, die Grafiker einen Vorrat an Modellen anlegen zu lassen. Wir wollten möglichst viele Objekte haben, bevor wir uns überlegen, wie die Levels angelegt sind. Dann erst haben wir die Levels auf Basis des Szenarios erschaffen. Erst wollten wir eine klare Vorstellung von den Umgebungen haben und wissen, wie das Gameplay aussieht, bevor wir zu den 3D-Objekten kamen. Die Atmosphäre soll Gefahr wecken. Das Ziel des Leveldesigns darf nicht sein, abstrakte Karten zu erschaffen, weil die den Spieler verwirren können. Wir wollten, dass sich der Spieler mächtig fühlt. Das heißt, ihm einen coolen Charakter und gute Waffen zum Spielen zu geben. Aber auch, ihn in die richtige Umgebung zu versetzen. In Splinter Cell sollten dunkle Gebiete sicher sein und helle Gegenden gefährlich. Mit kleinen Umgebungen konnten wir das Gameplay viel spannender machen, den Spieler näher an die Feinde heranlassen. Dadurch werden Licht und Schatten viel effektiver. Das Ziel war, komplett interaktive Umgebungen zu erschaffen. Es sollte möglich sein, alles zu zerstören. Aber am wichtigsten war uns, dass man Lichter ausschießen kann. Das sorgt für ein abwechslungsreiches Gameplay. Es ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie man spielt.
Sam's a very frightened guy. You know, that's why he sort of watches. Sam ist ein sehr ängstlicher Typ. Deswegen rennt er rum und sagt Sachen wie Hi, ich bring dich um. Denn wenn man ein glücklicher Typ ist, sagt man Hi, ich bring dich um. Los geht's. Fisher befragt einen Feind, aber der sagt, er hat die Information nicht. Aber er verhört ihn einfach weiter. Stay quiet. You don't want your life to end in the boys' room. I want you to answer some questions. Stay quiet. You don't want your life to end in the boys' room. I want you to answer some questions. When I'm breaking down a character, I usually try and find. Wenn ich einen Charakter analysiere, versuche ich 6 bis 8 Levels von Emotionen zu finden. Wenn es brutale Charaktere sind, ist die Grundlage Angst. Why are you here? Why is the Russian military here? Why is the Russian military here? Es war schwierig, in einer künstlichen Umgebung zu arbeiten und es real wirken zu lassen. Aber ich versuchte es gerne und schaute, ob ich reinpasse. Normal liegt mir Reaktion mehr. Try and blink. Say cheese. Thank you. Wenn man die Beschränkung durch den Dialog und die Wahlmöglichkeiten im Spiel bedenkt, haben wir doch eine echte Persönlichkeit erschaffen. Let me do this last one. Bob's your uncle. We have kept the bright flame of American freedom burning throughout the world. Hello, Lambert. As far as the research that went into coming up with Sam, für die Recherche, wie Sam aussehen soll, haben wir erstmal ins Skript geschaut. Das beschreibt Sam als einen erfahrenen Veteranen. Laut Skript ist Sam ein Ex-CIA-Agent und ein Ex-Navy-Seals-Mitglied. Also war eine unserer ersten Ideen, Sam weiße Haare zu geben. So one of our first idea was to have Sam sporting white hair. Das sah nicht schlecht aus, aber die meisten Leute fanden, dass er zu alt aussah. Nicht so sehr wie ein erfahrener, eher wie ein pensionierter Soldat. Genau das wollten wir nicht. Also haben wir uns entschlossen, das weiße Haar etwas zu tönen und es nur an den Seiten zu melieren. So haben wir einen dunkleren Look erreicht, was ja auch zu dem Charakter passt. Also haben wir es im endgültigen Konzept beibehalten. Das hier ist fast der gleiche, den Sam benutzt, nur etwas weiterentwickelt. Sams Anzug basiert auf einem Prototypen, der gerade von den Navy Seals getestet wird. Ein Taucheranzug, den man auch an Land tragen kann. Der Anzug stellt sich auf Temperaturunterschiede ein. Wir dachten, das würde zu dem Charakter passen, weil unser Spiel in der nahen Zukunft spielt. Wenn man sich Sams Ausrüstung betrachtet, ist das alles leicht und kompakt. Weil Sam alleine arbeitet, soll er möglichst viel mit sich herumtragen können. Gleichzeitig sollte das Inventar für den Spieler aber nicht unübersichtlich sein. Das haben wir im ganzen Design durchgehalten. Sams Goggles sind ein wichtiger Teil seiner Erscheinung, denn wir wollten ihn unverwechselbar machen. So wie man Batman schon an seinem Cape und der Silhouette erkennt, wollten wir Sam etwas geben, was ihn von anderen Helden unterscheidet. Deshalb die Silhouette mit den 3 Lichtpunkten. Ich glaube, allein daran erkennt man Sam schon von Weitem. Und weil unser Spiel viel mit Licht und Schatten arbeitet, sieht man diese 3 Punkte ziemlich oft. Deshalb sind die Goggles so ein wichtiger Teil seines Anzugs. You see that repeatedly in the game. You just see Sam coming out of the shadows with the 3 dots. So this is why the goggles are such an important part of his suit. It's
So in order to create an environment rich with shadow, we had to design a Um eine schattenreiche Umgebung zu kreieren, mussten wir ein dynamisches Beleuchtungssystem einsetzen. Als Grundlage haben wir uns für die Unreal Engine entschieden, weil sie stark und flexibel ist. Alles in der Umgebung wirft Schatten. Darum kann der Spieler mit Licht und Schatten interagieren wie nie zuvor. Er kann sich im Schatten verstecken oder Feinde an ihren Schatten erkennen. Natürlich hat Splinter Cell einzigartige spielerische Elemente, aber wir wollten die Spieler auch mit der Optik anziehen. Deshalb haben wir einige visuelle Feinheiten eingebaut, wie das Soft Physics System, das weiche Körper darstellt, also Vorhänge oder Flaggen. Das ist das einzigartige visuelle Element, durch das sich Splinter Cell von anderen Spielen unterscheidet. This was the unique visual that we need to differentiate Splinter Cell from the other game. When you develop under Tom Clancy franchise, it means Wenn man ein Splinter Cell-Spiel entwickelt, muss man alles rechtfertigen. Es spielt in der nahen Zukunft, also müssen die politischen Umstände glaubwürdig und mit der heutigen Zeit verbunden sein. That is linked to the actual situation. You need to use gadgets that are already existing. Man muss Gegenstände benutzen, die es schon gibt oder die gerade entwickelt werden. Wir wollen, dass der Spieler denkt, das könnte real sein, das könnte morgen passieren. We really want the player to feel that, oh my god, that this could happen for real, like tomorrow. The NSC created this solo. So schufen wir diesen Einzelgänger, der schnell reagieren kann. Natürlich kann er unauffälliger sein als klassische Antiterror-Einheiten. When Sam Fisher is on the field, he receives order from US government. Bei seinen Einsätzen erhält Sam Fisher Befehle von der US-Regierung. Internationale Verträge oder politische Absprachen sind ihm egal. Er macht, was er machen muss. Das können gute Sachen sein oder schlechte. Und er muss es heimlich machen, ohne Spuren zu hinterlassen. Er kann auf der sicheren Seite bleiben und alle Lichter ausschießen. Oder er kann beschließen, häufiger den Feind zu attackieren. Oder er kann die Umgebung benutzen, um die Wachen abzulenken und hinter ihnen vorbeizuschleichen. Wenn er entdeckt wird, wird die Regierung leugnen, etwas mit ihm zu tun zu haben. Indem wir all das gemischt haben, konnten wir spannendes Gameplay und interessante grafische Ergebnisse erreichen. Ein Level-Designer baut den Inhalt des Spiels. Er baut die eigentlichen Umgebungen. Ein Game-Designer ist für das Kerndesign und die Kernsysteme verantwortlich. Er sorgt also dafür, dass die Gameplay-Herausforderung von Level zu Level steigt, den Spieler aber nicht überfordert. Die Dinge müssen logisch aufgebaut sein. Der Spieler muss in jedem Level was dazulernen. Die Aufgaben dürfen nicht einfach zufällig in jedem Level wechseln. Eine Tür muss immer auf die gleiche Art aufgehen. Waffen müssen konsistent arbeiten. Alle Zusammenhänge müssen logisch sein. Man kann dem Spieler nämlich nicht immer wieder die gleichen Systeme neu beibringen. Man muss dafür sorgen, dass er sie einmal lernt und dann immer wieder einsetzen kann. Man fängt mit einer sehr einfachen Aufgabe in Level 1 an. Man lernt, wie man ein Rohr raufklettert. In Level 3 kommt dann die gleiche Aufgabe, aber in einer fordernderen Umgebung. Es könnte etwa ein Feind aus dem Fenster gucken. Und dann in Level 5 guckt auch ein Soldat aus dem Fenster, sucht aber gleichzeitig die Umgebung mit einem Suchscheinwerfer ab. The player climbing a pipe with an enemy looking out the window with a moving dynamic light searching the area of the pipe. Once the player has learned a set of skills. Wenn der Spieler dann ein gewisses Repertoire gelernt hat, bringt man ihn dazu, all diese Fähigkeiten gleichzeitig einzusetzen. When we went to this whole Cold War espionage sneaking around thing,
Wenn man den Kalten Krieg und Spionage als Thema hat, muss man neue Töne finden, die die Dunkelheit unterstreichen. Wir haben einige ethnische Instrumente aus den Spielumgebungen benutzt. In Georgien zum Beispiel georgische Gitarren und armenische Stimmen. In Birma birmanische Stimmen und Trommeln. Die technische Seite, wenn man Musik für ein Videospiel komponiert, ist ganz anders als bei anderer Musik. Die Einschränkungen sind größer, was einen zu mehr Kreativität zwingt. Also haben wir verschiedene Stile zusammengebracht, von der Klassik über Elektronik bis Ambient und World, und haben versucht, eine gute Balance zu finden. Wir haben auch Orchestermusik drin, was die Emotionen unterstreicht. Weil das Gameplay so offen ist, löst es viele verschiedene Ereignisse aus. Wenn man seine Nachforschungen anstellt, kann man schnell Probleme bekommen, zum Beispiel Alarm auslösen. Oder man wird mitten im Gespräch von Wachen angegriffen. Weil all diese Dinge gleichzeitig passieren können, muss man beim Sound ganz schön viel beachten. You're trying to hide and you've got your goggles on. You know, the fact that all of those things right? could happen at the same time makes for quite a lot of complexity in the design. Making the sounds for the video game is very similar. Die Soundeffekte für ein Videospiel zu machen ist ähnlich wie beim Film. Das Wichtigste ist wohl, eine aurale Fantasie zu haben. Das heißt, sich vorher vorzustellen, wie es klingt und das dann umsetzen zu können. Sam Fisher ist manchmal Ninja. Er ist hoch trainiert und ein cooler Typ. Gleichzeitig wollten wir eine Beziehung zu ihm als Mensch aufbauen, der Gefahr ins Auge blickt. Um ihn sympathisch zu machen, haben wir ihm typische Geräusche gegeben, mit denen der Spieler sich in ihn hineinversetzen kann. At the same time you want to have a connection with him as a human being who's facing danger. So actually giving him an oral signature that made you really feel that you were that person as a player. Ich gebe den Leuten, die diese Geräusche produzieren, so viele Hintergrundinformationen wie möglich. Wir recyceln keine Geräusche. Alle Töne entstehen neu. Wenn eine Pistole schießt, nehmen wir einen Pistolenschuss auf. Diese Detailversessenheit macht den Sound in diesem Spiel einzigartig. Schnelle Autos und schnelles Fahren sind wichtige Bestandteile jeder James-Bond-Erfahrung. Und die Konsolenversionen von 007 Nightfire geben den Spielern die Chance, eines der heißesten neuen Fahrzeuge auf den Markt zu fahren. Den Aston Martin V12 Vanquish. Der Vanquish, der auch in Stirb an einem anderen Tag vorkommt, hat einen 6-Liter 12-Zylinder-Motor mit einem Formel-1-Getriebe. Er kommt von 0 auf 100 in unter 5 Sekunden und fährt schneller als 300 Stundenkilometer. Um dieses fantastische Fahrzeug in die digitale Welt zu bringen, verließ sich Electronic Arts auf sein Need for Speed Team in Kanada. Unser Team arbeitet seit 10 Jahren an Autos und unsere Leidenschaft ist, das Fahrgefühl der Sportwagen rüberzubringen. Wir waren begeistert, den Vanquish zu programmieren.
Wir haben eng mit Aston Martin zusammengearbeitet und die 3D-Daten für den Wankish erhalten. Das konnten wir direkt ins Spiel einbringen, weshalb alle Proportionen stimmen. Wir bekamen alle Leistungsdaten und fotografierten das Auto. Deshalb sind alle Texturen und der Innenraum genau wie beim echten Auto. Zusätzlich zum Aussehen musste das Team aber auch das Fahrgefühl rüberbringen. Wenn man mit dem Auto spielt, sollen die Beschleunigung, das Lenken, Sliden und die Geräusche möglichst echt sein. All das setzt sich zu dem Gefühl zusammen, hey, ich bin in einem Vanquish, ich bin James Bond, ich rette die Welt. In 007 Nightfire rasen die Spieler durch die Straßen von Paris, für die das Level-Design-Team zuständig war. Am Anfang machen wir Fotos von Paris, um zu sehen, wie die Straßen aussehen. Dann skizziert ein Designer, wie Paris in diesem Level aussehen soll. Ein Modellierer versetzt diese Skizzen danach in eine dreidimensionale Welt. Danach arbeiteten die Level-Designer an einem fordernden Kurs. Dazu stellten sie bis zu 100 Auslöser in die Levels, an denen KI-Gegner auftreten. All diese Technologie hat aber nur ein Ziel, dem Spieler eine wilde Fahrt nach Art von James Bond zu bieten. I kept the peace on the galactic frontier. But the corporations got greedy for land and turned the galaxy into a battlefield. I stood against them to defend the helpless. They killed my squad, framed me, locked me away for 10 long years. They've only made one mistake, letting me go.
Clone War has. Die Felgen können auch mal wieder geputzt werden. Los, raus aus dem Wagen, sofort! Hallo? Marky, Baby. Du bist wieder ein freier Bürger, wie ich höre. Was willst du von mir? Ich habe mit dem Scheiß aufgehört, das weißt du verdammt genau. Wir wissen doch beide, dass du für diese brave Art von Leben mit Frau, Kindern und Hund und Prostata-Problem nicht geschaffen bist. Und um dir das auch klar zu machen, helfe ich dir. Wie willst du mir dabei helfen, du schleimige Ausgeburt der Hölle? Jetzt bleib mal auf dem Teppich. Ich hab deinen Jungen. Du wirst das tun, was ich dir sage, oder der Junge stirbt. Das ist nicht mal mein leiblicher Sohn, außerdem ist er mir total egal. Der geht mir eh nur auf die Nerven. Ach ja, damit ist es sicher auch interessieren, dass ich ebenfalls den 20er habe, den du ihm heute Morgen gegeben hast. Was sagst du nun, du Wurm? Was? Fuck! Shit! Fuck! 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 Du miese Kleine! Ruhe! Komm jetzt zu mir und wir sprechen über die weitere Vorgehensweise. Fuck, weg da! Los, verschwinde! Verpiss dich doch da, du blöder Wichser! Warum ist eine Scheißstadt? Hast du keine Augen im Kopf? Seiten bis heute Abend auf meinem Schreibtisch, okay? Ab! Alles in Ordnung? Ja, klar. Warum nehmen Sie nicht den Aufzug? Es ist wegen der Türen. Ihr habt diesen Zustand. Gar nicht. Mach doch nichts. Lass mich hier los. Ich bräuchte den Arzt. Das kann ich leider nicht. Ich habe diesen Zustand. Ich kann dich jetzt nur noch erschießen oder dir das Genick brechen. Dann Genick brechen. Okay. Das hab ich. Ja, das
Nimm's nicht persönlich. Alex, was ist passiert? Nichts, ich habe ganz normal mit ihm geredet und dann hat er plötzlich einen 20er verbrannt und sich dann erschossen. Ehrlich, ich habe nichts gemacht. Das heißt, der 20er ist auch weg? Ja, klar. Fuck, shit, fuck, 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 shit.